Ciao, 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 meine YouTube-Freunde, Schalke-Freunde und Sportskameraden des Fußballs. Ja, die Europameisterschaft ist voll im Gange. Alle konzentrieren sich auf die Europameisterschaft, jeder schaut dahin. Ja, aber was passiert bei unserem Club? Schauen wir mal. Schalke News. Ja, erstmal. Wir haben keinen Hauptsponsor noch. Hauptsponsor ist bei uns zurzeit noch nicht da. Wir haben ja auch schon gestern im Livestream geredet, was ist jetzt mit dem Hauptsponsor? Nix. Da habe ich ein bisschen Medienberichte gelesen, ja. Und da lese ich, Axel Hefer und Matthias Thielmann, sagte die Bild, haben versucht, angeblich mit dem Felddienstboss zu reden, die haben mit ihm geredet, um noch ein Jahr, das, sagen wir mal so, jetzt blablabla, wie ich jetzt geredet habe. Die haben sich mit dem Boss hingesetzt, pass mal auf, wir haben noch keinen Sponsor, würdest du noch ein Jahr verlängern mit uns, weil wir kommen in Bedrängnis, wenn wir keinen Sponsor abliefern, ey, dann könntest du uns einen Gefallen tun, uns noch ein Jahr sponsoren? Der Boss von Feltins, der ist glaube ich Michels Huber, hat gesagt, nein, meine ich, nein. Herr Thielmann und Herr Hefer, bald fängt die Vorbereitung an und wenn die Saison anfängt, wo ist der Hauptsponsor? Sogar Spotify sucht nach Hauptsponsor, aber Schalke zieht nicht mehr so als Traditionsmarke, zieht nicht mehr. Viele wollen es nicht sehen. Wir haben schon oft drüber geredet. Viele auch Abonnenten schreiben, aber wir sind Tradition, Tradition, Tradition. Ja, wir sind Tradition. Ich bin auch stolz, mit dabei zu sein, Tradition. Aber heutzutage in dieser Welt, den Leuten interessiert das nicht mehr, Tradition. Es ist nur noch eine Marke, ne? Die interessieren sich für Marken. Ey, wer bringt uns Erfolg? Was ist das? Wir können auch die meisten Mitglieder haben auf der Welt. Aber die Realität ist, wir sind in der zweiten Liga, werden fast letzte Saison abgestiegen. So, wir haben Schulden ohne Ende. Und bei uns ist das immer eine Schlagzeile nach der anderen. Dann überlegen sich viele Sponsoren, soll ich den Verein sponsoren, aber da ist immer so ein Krieg zwischen den eigenen Vorständen, Aufsichtsräten und so alles. Da sind die immer vorsichtiger. Ja, da bin ich gespannt, was für einen Hauptsponsor wir überhaupt noch kriegen. Welche Notlösung werden die sich da holen? Wird eine spannende Sache mit dem Hauptsponsor, wirklich. Ein Nein haben sie vom Felddienstboss gekriegt. Die werden nicht mehr unser Sponsor sein. Und jetzt müssen die suchen. Sucht mal, arbeitet, mal hoch, mal hoch, mal hoch, richtig. Da bin ich gespannt, welcher Hauptsponsor bei uns kommen wird. Weil es geht ja auch um Trikotverkauf. Jetzt machen die eine Edition Schalke 04 wieder, wenn jetzt der Trainingsauftakt ist. Ja, mit irgendwas müssen die ja spielen. Wenn die Freundschaftsspieler haben und wir haben keinen Hauptsponsor, müssen sie wieder Schalke 04 schreiben. Da bin ich gespannt, was da jetzt auf uns zukommt wegen den Hauptsponsor. Schreibt ihr vielleicht in die Kommentare, wisst ihr schon, ob wir einen Hauptsponsor haben, aber glaube ich nicht. Ne? Ja, haken wir das schon mal ab. Jetzt kommt, Schalke entschuldigt sich bei aussortierten Spielern. Ja, die haben Telefonate geführt mit Fährmann, Baumgart, Drexler, Mo, Matriciani und sich bei den Spielern entschuldigt, wie sie mit denen umgegangen sind. Ja, man hat ja gesagt, mit euch wollen wir nicht weiterarbeiten, bum bum. Ich weiß ja nicht, wie die Gespräche geführt worden sind, wo die das gesagt haben. Aber jetzt entschuldigen sie sich bei den Spielern, haben auch längere Gespräche geführt. Man hat auch gesagt, bei Fährmann hat das ein bisschen länger gedauert. Ich sag mal so, wenn man Fehler macht und
aus dem Herzen sagt, ey, diesen Fehler, boah, hätte ich nicht machen dürfen, entschuldige ich mich. Ist okay. Jeder, wer Fehler macht, ihr alle, die dir zuhören, ich auch selbst, habt ihr in euer Leben mal Fehler gemacht? Wenn einer hier kommt und sagt, nee, ich habe noch nie einen Fehler gemacht, der lügt. Jeder hat mal Fehler gemacht. Habt ihr euch auch mal dann entschuldigt, aber vom ganzen Herzen euch entschuldigt? Ich ja, ich mache öfters Fehler und entschuldige mich wirklich vom Herzen, weil man muss auch Fehler gestehen, eingestehen. Ey, ich habe einen Fehler gemacht, das mache ich auch. Das macht ihr, glaube ich, auch. So. Unsere Verantwortlichen haben sich jetzt bei den Spielern entschuldigt. Okay, bis dahin alles gut. Aber was ich dann weiterlese, wo ich mir denke, hat das einen Hintergrund, die Entschuldigung? Kommt die wirklich vom Herzen? Oder wollen die eine Schlammschlacht vermeiden? Dass nicht so viel rauskommt, dass man, wenn man mit den Leuten Interviews führt, mit den Spielern, wie kam das dazu? Wurdet ihr gefragt? Oder direkt vom Kopf geworfen, mit euch machen wir nicht weiter, obwohl ihr Verträge habt, da steht, wenn Vertrag, kannst du die einfach rausschmeißen. Verträge sind ja Verträge. Die Verantwortlichen sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen, sagen wir mal so. Sie haben, glaube ich, zu schnell gehandelt und zu spät nachgedacht. Passiert. Aber wenn man sich entschuldigt, bitte, nicht ohne Hintergedanken. Weil der Hintergedanke ist, wegen der Schlammschlacht, dass die wollen nicht, dass die dann quasseln. Zweitens, es geht auch um viel Geld. Es geht auch um Geld. Du willst ja diese Spieler ja irgendwie weiterverkaufen, bei anderen Vereinen anbieten oder eine Abfindung geben, damit du nicht auf das Geld sitzen bleibst. Ansonsten können die sagen, hey, nö, ich habe hier einen Vertrag, ich bleib hier, ich möchte auch trainieren. Was steht in meinem Vertrag, dass ich professionell trainieren darf? Und dafür seid ihr jetzt dafür verantwortlich. Ich habe meinen Vertrag gemacht, ich fühle mein Vertrauen, ich komme zum Training und ich möchte auch trainiert werden. Weil Verträge sind ja dafür da. So, und klar, dass die Verantwortlichen nicht auf den Kopf gefallen sind und sich dann entschuldigen, auch wenn es lange gedauert hat. Man entschuldigt sich eigentlich nach 3, 4 Tagen, wenn man in sich hineingeht und sagt, ey, pass auf, ich habe Fehler gemacht, ey, wir haben Fehler gemacht. Aber nicht nach längerer Zeit, weil du merkst, es geht auch um Geld. Ist sorry, so denke ich gerade. Nichts Schlimmes gegen die Verantwortlichen von Schalke, aber so denke ich gerade, es geht ums Training. Und dann, wenn die wiederkommen jetzt zum Trainingsauftakt und der Trainer möchte nicht mit denen weiterarbeiten, was macht ihr dann? Eine Trainingsgruppe, da müssen wir eine Trainingsgruppe organisieren und ein Trainer dafür. Ey, ich melde mich freiwillig, ich trainiere diese Jungs. Ich trainiere, ich sag schon mal hier, Schalke 04, wenn ihr einen Trainer braucht für diese Trainingsgruppe, ich komme. Ich mach mal mit denen ein bisschen Training. Aber auf Asche, bei Hessler 06, auf Asche sollen die trainieren. Ja, ihr wisst, ich habe ein bisschen Spaß, wo sein, ich bin glücklich. Und ich sag mal, da, um eine Schlammschlacht zu vermeiden, haben sie Telefonate geführt. Es geht auch um Geld, um die Spieler auch weiter zu vermitteln und so alles. Es ist immer, wenn es um sowas geht, immer mit Hintergrund oder ich weiß nicht, wie man das sagt, aber die wissen schon, was sie da tun, die verantwortlich und warum. Aber wir sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Meine Meinung wisst ihr ja, da steckt mehr dahinter als nur diese Entschuldigung, weil die Entschuldigung muss vom Herzen kommen. Ja, da werden wir sehen, was da noch passiert. Ja, Tageskartenverkauf lese ich am 5.7. Wenn die Karten wieder, dann Tageskartenverkauf, die Tickets. Angeblich soll am 4.7. der Spielplan rauskommen. Am 4.7. soll der Spielplan rauskommen. Und am 5.7. kannst du schon ein Ticket holen. Ohne zu wissen,
an welchem Tag dann Schalke spielt. Sag mal, Spielplan kommt raus, Schalke spielt in Braunschweig, dann Schalke hat Heimspiel gegen Hannover 96 oder gegen Nürnberg, aber da ist ja noch nicht terminiert worden, wann, ob die Freitag, Samstag, Sonntag spielen, wie sie das letzte Saison gemacht haben. Letzte Saison konntest du ja auch direkt alle 17 Heimspiele kaufen, die Karten. Das ist Schwachsinn. Ich finde es Schwachsinn. Gegenüber auch die Leute, die gar keine Möglichkeit haben, sofort zu kaufen. Oder die holen die Tickets. So, dann kommt irgendwie ein, zwei Wochen der Spielplan, terminiert die Terminierung. So, hast die Karten geholt und kannst nicht hin. Weil, oh, an dem Tag bin ich arbeiten. Oder, oh, an dem Tag ist ja Hochzeit. Irgendwas. Warum machen die so einen Schwachsinn? Warum nicht wie vorher, wenn die terminiert sind, die ersten 5 Heimspiele, dann könnt ihr das Tagesticket verkaufen, Dauerkarten für die ersten 5 Spiele. So hat jedermann die Möglichkeit, auch Heimspiele zu ergattern. Und nicht bitte um 10 Uhr morgens, wo viele arbeiten. Wie soll das denn gehen? Ey Chef, gerade am Lackieren. Ey Chef, kann ich warten? 10 Uhr. Warte, ich bin noch nicht drin. Warte, ich muss Pause machen. Nein, das ist, für mich ist das Schwachsinn und auch nicht fair gegenüber anderen Leuten, alle, die arbeiten müssen und nicht gar nicht die Zeit haben, da die Tickets online zu reservieren oder irgendwie. Nein, das finde ich eigentlich nicht gut. Ja, kommen wir dann zum letzten Teil. Thiago Ferreira. 22 Jahre, Sporting Lissabon, aus der B-Mannschaft, Amateurmannschaft, wie bei uns, unsere U23, steht angeblich fast zur Verpflichtung, nach Schalke zu kommen. Er kommt vielleicht nach Schalke. Die Verhandlungen stehen schon, die sind sich fast einig, so liest man in den Medien, nur in den Medien, aber bisher immer, wenn ich das so gesagt habe und bumm, waren die Spieler 2-3 Wochen später da oder Spieler, die sind gewechselt. Ja, Thiago Ferreira ist 22 Jahre alt, spielt bei der U23 oder bei der B-Mannschaft, Amateurmannschaft, die spielen in der portugiesischen Liga, in der dritten Liga, wie hier die dritte Liga, aber da darf die B-Mannschaft auch in der dritten Liga, wie hier bei uns auch. Aber die sind in der dritten Liga der portugiesischen Liga. Er ist Linksaußenspieler, aber den kannst du auch auf Rechtsaußen tun. Sogar Liga-Verteidiger hat er mal ausgeholfen, kann auch da spielen. Ja, er hat noch einen Vertrag bis 2025, aber jetzt kommt's. Der Junge war mal, stand mal in der Ausstiegsklausel, 60 Millionen ist der Junge wert. So in der Ausstiegsklausel mal, 60 Millionen wert. Soll ein Riesentalent, er spielt bei Sporting Lissabon seit seiner Jugend, soll ein Megatalent, ist auch Kapitän der Amateurmannschaft, aber wie ich jetzt auch im Nachhinein erfahren habe, der war auch ein Jahr verletzt in der Jugend, war er ein Jahr lang weg, Knieverletzung. Jetzt langsam berappelt er sich wieder, soll ein Megatalent sein, sagen viele, viele Leute. Ich habe ihn noch nie spielen sehen, ich kann zu dem Jungen absolut nichts sagen. Aber die Ausstiegsklausel 16 Millionen, ich weiß gar nicht, wie teuer er dann wird. Nein, aber er soll ja nicht 16 Millionen, die Ausstiegsklausel. Irgendwas soll da kommen mit, der hat ja einen Vertrag bis 2025 noch, du musst ihn ja kaufen. Ich weiß nicht, wie die das da veranstalten. Vielleicht, wenn wir den holen, mit Weiterverkaufen später, dass sie einen Anteil kriegen, wie wir das auch mit anderen Spielern machen, wo wir auch Geld dafür kriegen. Ja, ich bin gespannt auf diesen Thiago Ferreira, ist Portugiese, auch italienische Wurzeln, hat einen portugiesischen Pass und italienischen Pass. Da bin ich gespannt. Ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, was ihr von dem hält, ob ihn jemand spielen gesehen hat. Ich bin da gespannt. Ihr könnt auch in den Kommentaren schreiben zum Hauptsponsor, zu Schalkes entschuldigen, was haltet ihr davon? Und zu den Ticketverkaufen, ist auch Schwachsinn oder was sagt ihr, ist alles okay? Und zu diesem Thiago Ferreira. Schreibt das ruhig in den Kommentaren. Ja, das war's erstmal von den Schalker News. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Dann wünsche ich euch
euch und euren Familien Gottes Segen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Euer Schalker. Ciao, ciao, arrivederci. Glück auf.